Gugul ist eines der am häufigsten verwendeten Heilmittel im indischen Ayurveda. Gugul ist das Gummiharz des Balsambaumes. Es soll Rheuma, Gelenkerkrankungen, Übergewicht, hohes Cholesterin und Entzündungen bessern und ein Verjüngungsmittel sein. In einer neuen Studie der Berliner Charité erwies sich die Anwendung von Gugul bei der Behandlung von Kniegelenkarthrose als sehr positiv. Gugul hat viele Vorteile für die Gesundheit. Es vermehrt die Killerzellen des Immunsystems. Es reinigt die Lungen und hat eine positive Wirkung auf die Haut und Schleimhäute. Es soll chronische Beschwerden wie Asthma lindern. Gugul ist der gebräuchliche Name für den blühenden indischen Mirrebaum. Das ist ein kleiner, dorniger Baum, der am häufigsten in den trockenen Gebieten Indiens wächst. Gugul bezieht sich auf das Harz, das aus dem Saft des Gugul-Baumes gebildet wird. In der Ayurveda-Medizin wird dieses Harz seit über 2000 Jahren verwendet. Es gibt viele Sorten von Gugul, jede mit unterschiedlichen Verwendungen, die zum Teil durch die Farbe und das Alter des Harzes bestimmt werden. Gugul ist ein sehr wichtiges Heilmittel in der indischen medizinischen Tradition. Es wird selten für sich allein genommen, jedoch ist es in einer ganzen Reihe von Kräutermischungen enthalten. Es verstärkt und potenziert die Wirkung anderer Ayurveda-Pflanzen. Beispielsweise heilt Gugul Zysten und Abszesse. Gugul hat durchdringende Eigenschaften. Deshalb wird es oft gezielt eingesetzt, um andere Substanzen tief in das Gewebe zu transportieren. Darüber hinaus besitzt dieses Superfood in Kombination mit anderen Kräutern eine starke entgiftende Wirkung. Im Allgemeinen hat Gugul positive Effekte auf alle Gewebe im Körper sowie auf die Kreislauf-, Verdauungs-, Nerven- und Atemsysteme. Gugul bindet Giftstoffe und entfernt sie aus dem Körpergewebe. Gugul senkt auch Cholesterin. In einer Studie aus dem Jahr 2009 mit 43 erwachsenen Menschen mit mäßig hohem Cholesterinspiegel zeigte sich, dass die Probanden, die täglich 2160 Milligramm Gugul in Kapselform einnahmen, einen größeren Abfall des Gesamtcholesterinspiegels hatten als die Placebo-Kontrollgruppe. Gugul hemmt auch Tumore. Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass Gugul-Extrakt zur Bekämpfung von Tumoren beitragen können. Eine Studie aus dem Jahr 2007 an menschlichen Zellen ergab, dass Gugul den Tod von Prostatakrebszellen auslöste. Ein Bericht aus dem Jahr 2008 ergab, dass Gugul das Wachstum von Hauttumoren bei Mäusen verhinderte. Gugul heilt auch die Knochen und Gelenke. Es hat einen sehr positiven Einfluss auf das Muskel-Skelett-System. Es ist stark entzündungshemmend und hilft, Schmerzen in Muskeln, Gelenken, Bändern und Knochen zu vermindern. Es stärkt Knochen und Gelenke, aus diesem Grund wird es häufig bei der Behandlung von Frakturen und Verrenkungen verwendet. Gugul hat auch Anti-Aging-Eigenschaften, das heißt, es verzögert den Alterungsprozess. Im Ayurveda gilt es sogar als Verjüngungsmittel. Das Gummiharz können Sie über einen längeren Zeitraum einnehmen, von wenigen Wochen bis zu vielen Monaten. Gugul verbessert auch die Verdauung, was in der heutigen Zeit sehr wichtig ist. Viele Menschen leiden unter Malabsorption, das heißt, die Nahrung wird nicht richtig verdaut. Gugul hilft, das zu verhindern. Gugul schützt auch vor Infektionen, indem es das Immunsystem stärkt und Bakterien und Viren bekämpft.